Erstmals seit 6 Jahren mischt Österreichs Davis Cup Team wieder im Konzert der Großen, also in der Weltgruppe, mit. Im reformierten Tennistraditionsbewerb geht es am Freitag und Samstag in der Salzburg Arena gegen Chile um einen Platz im lukrativen Finalturnier. Eröffnet wird der Länderkampf am Freitag, 15:00 Uhr im Live-Ticker, von Debütant Juri Rodionow gegen Nicolas Jarry. Im Anschluss misst sich im erstmals auch in der Weltgruppe nur noch auf 2 Gewinnsätze gespielten, zweiten Einzel Österreichs Nummer 1 Dennis Nowak mit Christian Garin. Der 19-jährige Rodionow, Sohn weißrussischer Eltern, in Nürnberg geboren, aber seit seiner frühen Kindheit in Österreich lebend, freut sich schon sehr auf sein Debüt. Natürlich ist es überwältigend. Als 19-Jähriger das erste Mal Davis Cup spielen zu dürfen, ist eine Ehre, das können nicht viele sagen, meinte Rodionow nach der Auslosung am Donnerstag im Terminal 2 des Flughafens Salzburg. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist auf den Platz zu gehen, 110% zu geben und mein Land stolz zu machen, versprach der Teenager. Juri Rodionow gegen Chile, alles ist möglich. Die Tatsache, dass das Debüt nun sogar in der Weltgruppe erfolgt, worauf viele Spieler ihr Leben lang warten müssen, begeistert den Youngster noch mehr, das macht es nur noch etwas süßer. Die Bedingungen in der rund 4500 Zuschauer fassenden und ausverkauften Salzburg Arena taugen Rodionow. Die Halle ist phänomenal. Ich denke, wenn sie voll sein wird, kann es ein echter Hexenkessel werden. Ich bin schon gespannt, wie die Atmosphäre wird. Ich habe garantiert Gänsehaut gegen seine Gegner Jarry sowie Christian Garin. Am Samstag hat er noch nie gespielt, wie übrigens auch Nowak nicht. Ich werde sie noch ein bisschen anschauen. Stefan Kubek und auch Jürgen Melzer werden mir einige Tipps geben. Die aktuelle Nummer 197 sieht sich sowohl gegen Jarry 41. als auch gegen Garin 95. als Außenseiter. Aber ich habe letzte Woche erstmals einen Top-50-Spieler geschlagen, also alles ist möglich. Dennis Nowak läuft in Abwesenheit seines nicht fitten, besten Freundes Dominic Thiem erstmals als Nummer 1 für Österreich ein. Ich freue mich natürlich, dass ich die Nummer 1 im Team bin. Aber eigentlich bringt es nichts, ob du Nummer 1 oder 2 bist. Jeder hat dieselbe Aufgabe, und die ist es, Punkte für Österreich zu holen. Als Nummer 154 im ATP-Ranking ist auch Nowak auf dem Papier Außenseiter, natürlich sind wir Außenseiter. Aber meine Davis Cup-Leistungen im letzten Jahr geben mir mental einiges. Ich weiß, dass ich es auch drehen kann, wenn ich nicht Favorit bin. Bei Ruki Rodionow hängt freilich viel davon ab, wie dieser mit der neuen Situation umgeht. Bei Juri wird man sehen, wie er mit der Nervosität und dem Ganzen drumherum zurechtkommt. Aber er ist ein Junger mit sehr viel Selbstvertrauen und die Zuschauer sind sowieso für uns, glaubt Nowak. Österreich, Chile, Auslosung im Überblick, Datum Österreich, Chile, Uhrzeit, Ergebnis, Frau, 1. Februar 2019, Juri Rodionow, Nicolas Jarry, 15:00 Uhr, Live-Ticker, Freitag, 1. Februar 2019, Dennis Nowak, Christian Garin im Anschluss, Live-Ticker, Samstag, 2. Februar 2019, Oliver Marach, Jürgen Melzer, Julio Reiter, Hans Potlipnik, 13:00 Uhr, 2. Februar 2019, Dennis Nowak, Nicolas Jarry im Anschluss, 2. Februar 2019, Juri Rodionow, Christian Garin im Anschluss, Dominic Thiem fehlt beim Davis Cup, Jürgen Melzer dabei, Österreichs Aushängeschild, Dominic Thiem wird übrigens nun auch nicht als Zuschauer nach Salzburg kommen. Herkommen wird er nicht. Ich glaube, es geht ihm ganz gut. Ich weiß nicht, wann er wieder zu trainieren beginnt, sagte Nowak, der natürlich auch selbst weiß, dass Thiem der große Abwesende bei diesem Heim-Davis-Cup ist.
Jeder hätte ihn gerne dabei gehabt, aber das man muss so nehmen wie es ist. Das Eröffnungsmatch am Samstag 13.00 Uhr, noch ehe im neuen Weltgruppenmodus die zwei weiteren Einzel am gleichen Tag absolviert werden, bestreiten die Oldies im Team Oliver Marach und Jürgen Meltzer im Doppel. Marach gab nach seiner in Melbourne erlittenen Verletzung nochmals Entwarnung. Alles gut, ich bin seit der Landung in Wien schmerzfrei gewesen. Ich hatte Therapie beim Davis Cup Arzt Uli Ulrich Lanz Anmerkung und habe voll trainiert die letzten Tage, für Rekordmann Jürgen Meltzer, der schon in seinen 36. Enderkampf geht es knapp 20 Jahre nach seinem Debüt beim Weltgruppensieg über Schweden 3:2 im Jahr 1999 wieder für Österreich auf dem Platz. Es ist für mich immer wieder eine Ehre. Ich habe das Jahr gut begonnen und mir die Einberufung auch verdient. Meltzer rechnet nicht mit einem Einsatz im Einzel am Samstag. Wenn ich vorher Doppel spiele am Samstag, wäre das ein sehr anstrengender Tag, da müssten schon alle Stricke reißen. Marach freut sich, noch einmal in der Weltgruppe antreten zu können. Es ist sicherlich etwas Besonderes, vor allem jetzt zu Hause. Das sind die besten Erinnerungen, auch wenn ich es manchmal verloren habe. Davis Cup Madrid 2019 Dekasekunden große Ziel und auch wenn die Favoritenrolle nach der Teamabsage auf Chile übergegangen ist, zählt für das ÖTV-Team nur eines. Natürlich ist es ganz klar das Ziel des Teams, uns für Madrid zu qualifizieren. Dass es eine schwierige Ausgangsposition ist, da brauchen wir nicht drum herum reden, sagte Meltzer und fügte kämpferisch hinzu, nichtsdestotrotz kann es das Ziel nur sein, dass wir Madrid 2019 erreichen. Was sagt Meltzer dazu, dass Team nun gar nicht nach Salzburg kommt? Man weiß selbst, was man als Sportler zu tun hat. Wenn man in einer Therapiephase ist, passt es vielleicht auch manchmal nicht rein. Er hat sich bei uns gemeldet und uns alles Gute gewünscht, da ist das für uns okay. Den chilenischen Spitzenspieler Nicolas Jarry, der einst gerne in die Fußstapfen von Doppel-Olympiasieger Nicolas Massu, Kapitän der Chilenen Ex-Nummer 1 Marcelo Rios als Co-Trainer ebenfalls in Salzburg und Fernando González treten will, hat Teams Aufgabe in Melbourne sehr überrascht. Die Chancen sind jetzt ausgeglichen, aber wir spielen immer noch auswärts und im Davis Cup ist der Heimvorteil sehr wichtig.